So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base mit eurem Metakurs. Ja, wir haben dem Volk den Alkohol gebracht. Und jetzt dürfen sie schuften. Ne, ich glaube, ich gebe denen jetzt auch was zu essen. Haben wir Bauprojekte? Nein, wir brauchen Werkzeuge. Hab da Pech gehabt. Gibt's nicht. Oh, ihr habt den Tisch ja nicht gebaut. Da ist ein Blauer gekommen. Was ist denn das für ein Blauer? Arbeiter. Wir brauchen Biologen. Ja komm, dann machen wir hier voll auf Biologen. Keine Energie. Okay, wir haben ja ein paar Speicher. Oh, der ist auch schon fertig. Das ist gut. BSE verseuchtes Fleisch und Gemüse ergebende Mahlzeit. Mann, das ist nicht spannend. Rinderwahnsinn? Weiß nicht. Ja, wir erstellen ja jetzt schon mal einen ganzen Haufen von dem Zeug her. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Drogen aus? Haben wir 6. Nichts zum Reparieren. Mahlzeiten sind gering. Ja, ist dann so. Gut, also Lager wird denn nicht immer voller. Langsam können auch alle mal wieder was essen, weil sie alle sitzen können. Drogen werden hergestellt. Oh, ein Schiff kommt. Ein Schiff. Was hast du für mich? Nichts, was ich brauchen kann. Habe ich was für dich? Davon gebe ich dir mal 5 und davon gebe ich dir 3 und davon gebe ich dir 2. 60. Gib mir dein Geld. Danke. Ich glaube, wir kaufen uns einfach im nächsten Mal irgendein Patent. Mal gucken, was es Schönes gibt. Und dann müssen wir erreichen. Den Erfolg wollen wir haben. Wie sieht es mittlerweile mit Werkzeugen aus? Haben wir 3. Zu wenig. Brauchen wir Werkzeuge. Gebt einfach mehr Werkzeuge, dann kann ich auch mal hier eine zweite Fressbude hinpflanzen. So. Ein zweiter Fresspalast. Einen großen. Gleich hier hin. Verbinden wir damit und damit und. Nö, das ist ein Fernseher. Und damit. Macht mal. Ich weiß, es sind jetzt ein paar Ressourcen mehr, die ich brauche, aber die Wege will ich. So.
Das reicht eigentlich. Oh, komm, ist eine Mahlzeit fertig? Habt ihr sie gleich wieder weggefuttert? Das gibt's doch nicht, Leute. Wie sieht's hier aus? Gut, was brauchen wir? 3, 4 Metalle noch. Ja, das läuft. Eventuell müsste ich das auch mal vergrößern, aber irgendwie weiß ich nicht. Kriegt's ja nicht. Noch mehr Arbeiter. So. Der Bohrroboter bringt Erze. Müssen wir mal gucken. Boah, die Maschine, die läuft und läuft und läuft und läuft. Komm mal, Mahlzeiten hergestellt, die sind wieder weg. Was hast du denn? Was ist das? Patent? Wieso brauche ich das Patent? Nehmen wir mal, kaufen wir das Patent. Geben wir dem da ein bisschen was von. Davon geben wir dir 10 von dem ekelhaften Fleisch. Tja. Jo, unser erstes Patent. Was auch immer das bringt, ist der Bohrroboter. Ach genau, dann können wir den bauen, weil ich glaube, ich den schon, wo ich das ausgetestet habe, mal gebaut. Da gab es nur die anderen zwei, da musste ich irgendwie ein Patent kaufen. Ja, Energie. Erweitern was? Nein, erstmal kommt das. Genzwiebel-DNS, Patent für Super-Extraktor. Ah, größerer Wasser. Noch ein größeres Biodom. Holla, die Waldfee. Oh, hä? Okay. Massenspeicher, größeres Lager. Goliath-Turbine, größere Windturbine. Ah, okay. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Metall brauchen wir noch. Ah, das läuft doch schon langsam. Wir brauchen aber auch unbedingt... Ja, die wollen hier mehr essen. Luftschleuse, wenn die Luftschleuse zu schnell. Ach, wird gleich repariert, perfekt. Ein Biologe. Super. Mann, die sind aber schnell. Komm, ist sie kaputt, ist sie gleich wieder heile. Perfekt. Ich glaube, das nächste, was wir in den Angriff nehmen, werden die Bots sein. Hier diese auf 10-fach LSGD getrimmten Roboter. So, eine große Kantine, da wir hier Großes vorhaben. Und viele, viele Leute. 300 Leute will ich auf meine Kolonie haben. Alter, wenn ich jetzt das Ding schon auf 39, auf der Größe habe. Das wird ein Spaß. So, kommen hier zwei Automaten hin.
Wissen. Okay, geht also gar nicht. Haben wir hier einen Wasserspeier. Können wir einen Fernseher aufbauen. Hier so einen schönen Grüntopf hin. Dann noch so einen Fernseher. Zack. Was bist du? Handelsschiff. Du hast viel. Was ist das? Baubot. Medikamente haben wir. Reparaturzeugs haben wir, wollen wir gleich auch haben. Gehen wir mal auf 15 runter. Medikamente können wir auch ein paar mehr rausklappen. Und dann wollen wir Geld haben. Was ist das? Ein Transportbot? Da muss ich ein bisschen mehr investieren. Nehmen wir den. Zack. Oh, wir nehmen Biologen. Gibt's mir Nahrung? Die Nahrung können wir verkaufen. Mehr Geld. Mehr Sachen, die wir brauchen. Ich weiß, dass Ersatzteile knapp sind. Das ganze Gedönse braucht ja nur dieses Polymer. Tische aus Plastik, Fernseher aus Plastik, Pflanzen aus Plastik. So, wollen wir mal eben kurz hier reingucken. Energie. Was kommt? Kolonieschiff. Ein Biologe. Okay. Nein. Da. Und dann bauen wir auch gleich noch wieder einen Energiespeicher. Da. So, jetzt habt ihr viel mehr Platz und könnt auch futtern. Viel mehr futtern. So, wie sieht das denn aus? Gut. Ansehen ist noch gering. Ist blöd. Schon vier Transportbots. Ja, wir brauchen mehr Biologen. Was ist das? Kolonieschiff. Wieder ein Biologe. Wie sieht es eigentlich mit unserem Sauerstoff aus? Wir haben auch, glaube ich, für 60 Sauerstoff. Wasser. Wir brauchen Wasser. Jetzt haben wir gleich wieder zu viele Bauprojekte. Das heißt, wir können die ganze Zeit lang gleich zugucken und Eier schaukeln. So. Aber sie sind zufrieden, ne? Denn sie kriegen jetzt hier viel mehr zu futtern, oder? Naja, eigentlich kriegt ihr nicht. Ja, ihr habt mehr Möglichkeiten. Firmen und Ansehen ist gestiegen, das ist schön. Mal gucken, ob da gleich Händler kommen, die uns ein was Schönes geben. Also, wir brauchen 2, 4, 5, 12, 12 Metall. Was haben wir hier? Kolonieschiff. Und? Ein Biologen. Nein, das war ein Gelber.
Gelbe? Gelbe, sind das nicht die Wissenschaftler? Nee, Ingenieure, warte mal. Egal, ich lasse mal trotzdem noch. Wir lassen nur Biologen auf unserer Insel. Nur auf unserem Planeten. Ja. Jung. Ja, jetzt müssen wir langsam gucken, hoffentlich geht das mal weiter voran. Wir haben viel zu viele Bauprojekte. Was macht er hier? Energiekollektor. Ja, es ist schon gelb. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Ah, der ist fertig. Das ist schön. Ah, was haben wir da? Und gut, das war's. Kolonistenlandeerlaubnis geschlossen, ne? 18 haben wir. Mehr Biologen brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Wasser. Erstmal muss ich das da fertig bauen, dann können wir weitersehen. Handelschiff. Du hast das da. Das brauchen wir. Dann müssen wir das da raushauen, das raushauen. Ich brauche nämlich Werkzeuge hier. Das ist nämlich blöd. Handel. So. Ui, das ist ein guter, ne, glaube ich nicht. Geld kriegt er ja. Ja, ob das jetzt mit den ganzen Äußerungsautomaten hier steigt, müssen wir mal abwarten. So, da habt ihr Werkzeuge, könnt ihr reparieren. Arbeitet einer, die arbeiten alle, juhu! Und? Ui, wir haben fast das Ansehen von 100 erreicht. Also, das wäre dann der Ruf, den hätten wir dann. Da müssen wir, bau oder kaufe 10 Bots, ich habe bis jetzt 4 gekauft. Größenwahnsinn. Bau den Monolith. Ja, den werden wir bauen. Nein, ich bin nicht größenwahnsinnig. Ich denke nur in größeren Dimensionen. So. Das ist ein Unterschied. Ruf erreicht! Ja! Weil sieht das nicht schön aus. Deine Kolonie ist überall bekannt. Diese Kolonie. Ha, herrlich. So, mal gucken. Was ist das nächste Handelsschiff? Eigentlich müsste Essen jetzt auch langsam reinkommen. Weil die Felder sehen alle okay aus. Die schmeißen alle was zum Futtern ab. Rinderwahnsinn, Schweinepest und die Vogelgrippe werden fleißig produziert. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Eisen. Exzellent. Oh. Was kommt da? Ein Händler. Was hast du da? Oh, das ist schön. Hier, wir holen erstmal die Werkzeuge. Und dann schmeißen wir da auf 20, gehen wir hier runter.
Da auf 10. Da auf das. Dann kannst du noch Geld geben. Ne? Boah, passt. Perfekt. Her damit. Jo. Und der Handel läuft wieder. Wir haben wieder genug Essen. Und ein Metallpunkt. Riecht der jetzt hier außen? Ach gut. Ja? Nö, ist er nicht. Gut. Könnte ja mal noch ein Solardingens dazu bauen. Das wäre auch eine Idee. Nein, als nächstes habe ich gesagt Roboter. Aber da müssen jetzt die anderen Projekte da oben fertig. Gut, das. Ach, Solar baue ich da oben schon. Hier kommt Wasser. Ja, Wasser brauchen wir. Jo. Für Roboter brauchen wir Roboter-Einrichtungen. Das will ich hier unten haben. Ne, brauche ich einen kleinen. Jo, winzig. Winzig, mini, klein. Tja. Theoretisch bräuchte ich noch einen Biologen. Aber erstmal wollen wir uns um die Roboter kümmern. Und Arbeiter. Na, irgendwie brauchen wir mehr Metall. Die arbeiten nicht durchgehend, also die schon, aber die nicht. Brauche ich mir eine Ladung Arbeiter? Wie sieht's denn? Nein! Kann ich nicht machen. Ich brauche erstmal Sauerstoff. Ein O2-Generator. Setzen wir da. Verbinden damit. Ein Händler. Was hast du denn? Transportbot. Jo, gib mir mal ein. Was ist das? Super-Extraktor. Bohrbot? Gib mir mal ein Bohrbot. Können wir dir hier noch was geben? Da kann ich dir noch was von geben. Ja, den Rest füllen wir mal mit Geld auf. Jo. Holen wir uns mal, was haben wir uns eigentlich geholt? Transportbot, ne? Oder Bobot auch. Bobot. Ah, zwei Speicher wären nicht. Ne, die füllen sich. Auch okay. Gucken wir mal gleich, was der Bohrbot macht. Ah! Hier kann man, glaube ich, eine selbst reparierende Station reinmachen. Hier gehen die blöden Bots da selber rein. Autobot! Autobot-Reparatur. Bob. Das ist eine Bot-Werkstatt. So, was macht denn jetzt der Bobot? Ich hab einen Bobot.
Juhu! Und der Board! Was haben wir hier? Ah, okay. Da brauchen wir das. Ja, lassen wir einfach mal an. Und was fehlt da noch? Eisen. Haben wir Bauprojekte? Ja, haben wir. Ha, das ist doch geil. Und der Board, und Board, und Board. So, ne, Arbeiter, nehmt euch ein Beispiel da dran. Der braucht keine Pause. Der geht rein und der Board. Der Board, was das Zeug gibt. Oh, wir haben ein Schiff. Oh, diesmal ein großes Schiff. Viel haben wir nicht für dich. Oh, doch. Gibst du mir das da? Und das da? Dann gebe ich dir das. Scheiße, das geht nicht. So viel. Dann muss ich dir noch ein bisschen Geld geben. Was hast du noch? Komm, nehme ich dir das ab? Nein, das nehme ich dir nicht ab. Das wird zu teuer. Jo, handeln. Gemüse gegen Maschine. Passt. Ach ja, und die Folge wird wieder schon so lang. Aber das Spiel ist einfach geil. Der Factorio ist eigentlich auch genial. Baue ich denn hier? Ein Sauerstoffgenerator. Was macht der? Wo will der hin? Ah. Coole Sache. Dann bauen wir hier noch mal noch einen rein. Und bauen hier noch einen rein. So, werden ja mehr Roboter. Nein, komm, machen wir den kaputt. Zack. Ah, da repariert er sich selbst. Ah, wie schön. Windturbine. Ach, das gibt's doch nicht. Mach doch mir meine schöne Windturbine kaputt. So. Ist ja schön. Wie sieht das? So, und dann gucken wir uns mal zum Schluss an. Unser Ruf ist bei 106. Exzellent. Sauerstoff ist irgendwie wieder jetzt gestiegen. Weiß nicht wieso. Wasser produzieren wir damit. Energie haben wir eine Menge. Was nehmen wir nächsten? Robotisierung. Roboter. Robotisierung. Ja. Das dürfte eigentlich langsam. Oh, okay, dann gehen wir nicht in die Richtung. 100. 100. 100er. Holen wir uns den 100er. Aber nicht in dieser Folge. Denn diese Folge ist schon wieder zu lang. Und. Ja. Sie ist einfach zu lang. Mal gucken wir mal in der Planung. Also wir bauen hier jetzt einen Sauerstoffapparat. Okay, der wird jetzt fertig gebaut. Auch gut. Dann werden wir hier noch eine Schlafkabine zubauen. Verbinden wir damit irgendwie oder hier mit. Mal gucken. Oh, gerade ein Händler. Farmdom. Gucken, ob wir den kriegen. 540. Nee, das ist zu viel. So. Einen großen Farmbau machen wir bei uns jetzt. So, also. Ja. Wir brauchen Wasser. Das wird da hinten gebaut. Dann haben wir neuen Sauerstoff. Also brauchen wir als nächstes
eine neue Schlafkabine. Gucken, wo wir die hinsetzen. Ist ja ein scheiß Endstück. Energie. Und... ja. Ja, machen wir das so. Ah, die ist jetzt auch fertig. Au. Was? Kein Sauerstoff? Sauerstoffgenerator, kein Sauerstoff. Achso, kaputt. Scheiß Meteorit. Gut, passt schon. Und unser nächstes Ziel ist der 100er. Also, ich sag dann mal tschüss. Falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, Daumen nach oben. Falls nicht, ruhig Daumen nach unten. Schreibt aber auch bitte was euch nicht gefallen hat, weil es bringt mir einen Daumen nach unten nichts. Gedanken lesen kann ich nicht durchs Internet. Oder allgemein. Und lasst ein Abo da, wäre nicht schlecht. Tschüss.